Schwerer Sturz überschattet Lake-Louise-Auftakt, Axel Lund-Swindal als einarmiger Bandit und Österreich ist Andi Herzogs wunschlos. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Hier ist das Krone AT Sportstudio. Nur Christoph Innerhofer ist im ersten Abfahrtstraining in Lake-Louise stärker gewesen als die beiden Österreicher Matthias Mayer und Ottmar Striedinger. Der Südtiroler war bei perfekten Bedingungen 800stel schneller als Meier. Überschattet wurde das Training aber vom Sturz des Lokalmatadors Manuel Osborn Paradis, der mit dem Helikopter geborgen werden musste. Der Kanadier verletzte sich dabei schwer. Im Krankenhaus wurde ein Schien- und Wadenbeinbruch diagnostiziert. In Lake-Louise sorgt derzeit auch Axel Lund-Swindal als einarmiger Bandit für Aufsehen. Der Norweger will trotz operierter Hand bei den Rennen am Wochenende starten. Eine Manschette am linken Arm soll dies möglich machen. Am Sonntag war der Norweger nach einem Pistencrash und Bänderrissen in der linken Hand operiert worden. Der Super-Elch lässt sich aber nicht so leicht aufhalten, beim ersten Training wurde er Siebenter. Und Israel-Teamchef Andi Herzog denkt nach der Nations League bereits an die Europameisterschaftsquali. Durch die 2:3 Niederlage in Schottland ging zwar Platz 1 in der Nations League verloren, positiv ist aber, dass Israel bei der EM-Quali-Auslosung im dritten Topf aufscheint. Herzogs Wunschlos ist ganz klar Österreich. Auch wenn es für uns verdammt schwer werden würde, so der Israel-Coach. Die Auslosung erfolgt am 2. Dezember. Und nun kommen wir noch zum heutigen Sportprogramm. Um 20.15 Uhr geht in Lake-Louise das zweite Abfahrtstraining der Herren über die Bühne. Und noch ein heißer Tipp für alle Basketballfans: um 19 Uhr trifft BC Vienna auf die Vienna Timberwolves. Es ist das erste Wiener Derby in der Basketball-Bundesliga seit fast 25 Jahren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und bis zum nächsten Mal.